Schönen guten Morgen von unserer Seite. Erstmal herzlichen Dank für das große Interesse. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich gerade 2 Stunden in einer sehr intensiven Diskussion mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Wir sind sehr froh, dass wir dafür Professor Schmidhuber gewinnen konnten. Professor Schmidhuber ist der wissenschaftliche Direktor eines großen Schweizer Forschungsinstitutes, IZIA, und Professor an der Universität in Lugano. Wir haben uns über die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen, rechtlichen Fragestellungen zum Thema künstliche Intelligenz unterhalten. Und Sie wissen ja, dass das auch ein Schwerpunkt unserer Legislaturperiode sein wird. Dazu werden der Kollege Nüßlein und ich im Anschluss vielleicht noch ein paar Worte sagen. Jetzt gebe ich erstmal das Wort an Professor Schmidhuber, der aus seiner Sicht auch noch ein paar Worte sagen kann. Unser Interesse heute an Ihnen war natürlich vor allem, wie wird die künftige Entwicklung aussehen und wie stehen wir denn als Bundesrepublik Deutschland oder auch in Europa da, wenn wir uns auch vergleichen mit anderen Regionen der Welt, wo wir wissen, dass etwa China und die USA gerade beim Thema künstliche Intelligenz sehr dynamisch unterwegs sind. Was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen und was müssen wir tun, um eben die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Chancen zu nutzen. Und dazu wird er Ihnen, denke ich, gerne auch ein paar Worte sagen. Ja, herzlichen Dank. Was ich betont habe, ist, dass ganz viele Aspekte der modernen künstlichen Intelligenz ja nicht irgendwie aus Kalifornien oder China oder woher kommen, sondern aus Deutschland und aus dem Voralpenland und aus dem deutschsprachigen Raum. Die ersten wirklich selbstfahrenden Autos, die kommen daher. Der Dickmanns, der Professor Dickmanns hat das damals in den 80ern und 90ern gestartet. Und die KI auf ihren Smartphones ist getrieben von Entwicklungen aus dem Voralpenland in München und in der Schweiz. Diese neuronalen Netzwerke, diese lernenden LSTM-Netzwerke, die kommen daher von der TU München und aus dem IZIA in Lugano. Und die machen heute die ganze Spracherkennung für Google und und die Übersetzungen für Google und für Facebook und Millionen andere von Dingen und verwenden einen großen Teil der Rechenzeit der Welt heute in diesen ganzen Datenzentren der großen Firmen. Aber was eben leider auch der Fall ist, dass die Wertschöpfung mit diesen Algorithmen nicht mehr hier in Europa passiert, wo das erfunden worden ist, sondern am pazifischen Rand, wo die großen Firmen wie Apple, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Samsung, Huawei, Alibaba, Tencent und so weiter zugange sind. Was kann man jetzt tun hier in Deutschland, um da mitzuhalten? Und insbesondere, wenn wir wissen, dass die Chinesen da allein für eine kleine Stadt wie Peking, also eine große Stadt wie Peking, aber klein im Vergleich zu China, 2 Milliarden für so einen KI-Park ausgeben und noch viele weitere Milliarden für andere Initiativen in diesem Bereich. Da können wir schon mithalten. Ich glaube, kein Bereich der Welt ist dermaßen gut aufgestellt wie der deutschsprachige Raum für die nächste große Welle der KI. Das wird nicht mehr bloß das sein, was auf Ihrem Handy jetzt läuft und Spracherkennung macht und vorhersagt, welche Werbung Sie als nächstes gerne anklicken wollen. Nein, das wird sein die Welt der Maschinen, die jetzt intelligent werden. Und die besten Maschinenbauer und die besten Hersteller von Werkzeugmaschinen und von Robotern sind zu einem großen Teil ja hier im deutschsprachigen Raum angesiedelt. Diese ganzen Maschinen, die wollen jetzt klug werden. Die werden mit mehr und mehr Sensoren bestückt und diese Maschinen werden lernen durch künstliche neuronale Netzwerke wie kleine Kinder. Wie kleine Kinder alles Mögliche an komplizierten Dingen zu tun. Was heute noch nicht geht, was aber in etlichen Jahren funktionieren wird. Und das wird einen sehr viel größeren Teil der Weltwirtschaft transformieren, als das, was wir jetzt kennen vom Smartphone. Und wie gesagt, kein Teil der Welt ist so gut aufgestellt wie der deutschsprachige Raum, wo viele von diesen grundlegenden Sachen erfunden worden sind, wo es eh schon Führerschaft im Bereich Internet der Dinge und Werkzeugmaschinenbau und Robotik und so weiter gibt. Diese klugen Maschinen, die sollten hier vor allem entstehen und nicht irgendwo anders. Und diese nächste große Welle der KI, die sehr viel größer wird als die alte, die schon laufende Welle, die sollte hier ihre Heimat haben. Und da versuche ich die Bundesregierung ein bisschen davon zu überzeugen, dass man auch unter Umständen mit ein wenig Industriepolitik dahin kommen kann, dass man mithalten kann mit China, wo man zwar die Firmen nicht leichter gründen kann als in
in Deutschland, wo man sie aber sehr viel rascher skalieren kann, sodass sie dann nicht mehr bloß ein paar Millionen wert sind, sondern ein paar Milliarden. Und um zu diesem Punkt zu gelangen, da habe ich ein paar Vorschläge gemacht. Ich hoffe, dass die Bundesregierung da sich was ins Buch schreiben wird. Vielen Dank, Professor Schmidhuber. Ich will vielleicht ergänzen, das, was wir planen als Unionsfraktion. Vieles davon haben wir ja mit dem Koalitionspartner bereits im Koalitionsvertrag vereinbart. Ich habe eben schon gesagt, künstliche Intelligenz ist ein Schwerpunkt dieser Legislaturperiode und der nächsten Jahre. Die Bundesregierung arbeitet gerade an ihrer Strategie für künstliche Intelligenz. Sie soll noch bis Dezember fertig sein. Der Bundestag wird in 2 Wochen die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz ins Leben rufen, weil wir auch heute in der Diskussion noch mal gemerkt haben, dass natürlich in der künstlichen Intelligenz sehr viel wirtschaftsgetrieben ist. Und unsere Hauptfrage zurzeit ist, wie können wir den wirtschaftlichen Anstoß schaffen? Wie schaffen wir die Transformation von der Wissenschaft in Produkte? Wie schaffen wir die Transformation des Mittelstandes? Aber das Ganze auch nicht ohne eine gesellschaftliche Diskussion erfolgen kann über ethische Fragestellungen, über Chancen durch künstliche Intelligenz, über Grenzen auch. Und das werden wir in der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag machen, diese Diskussionen, diese Fragestellungen zu erörtern. Und damit werden wir in 2 Wochen beginnen. Zur Hälfte Abgeordnete, zur Hälfte Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, aus dem kirchlichen Bereich. Und wir erwarten uns von dieser Diskussion eine Menge. Aber unabhängig davon muss man jetzt natürlich auch schauen, auch das haben wir eben gemeinsam festgestellt, dass wir schnell PS auf die Straße bringen, dass wir es schnell schaffen, das, was an klugen Köpfen in unserem Land ist, was erforscht wird, auch in Produkte zu transferieren. Das heißt, Gründer besser zu unterstützen, die Vernetzung zwischen den klassischen Unternehmen und Gründern und der Wissenschaft besser zu machen und es eben auch beim Thema Gründungs- und Wagniskapitalfinanzierung dafür zu sorgen, dass kleine Unternehmen, Start-ups mit ihren guten Ideen auch wachsen können und dann auch die Wertschöpfung in Deutschland halten. Wir haben über das Thema Bildung gesprochen. Der Bund geht jetzt mit 3,5 Milliarden mit dem Digitalpakt erstmals in die digitale Ausstattung der Schulen. Wir erwarten aber auch von den Ländern, dass sie dann eben auch etwas inhaltlich im Bildungssystem ändern, sprich mehr MINT und vor allem Informatikkompetenz in die Schulen bringen. Denn die digitale Welt erfordert ganz andere Anforderungen, ganz andere Kenntnisse von unseren Schülern, als das heute der Fall ist. Und insgesamt war das heute eine sehr breite Diskussion. Ich habe jetzt nur einzelne Punkte genannt. Das Thema Industriepolitik war dann der dritte große Schwerpunkt. Der Wirtschaftsminister ist mit dabei und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Transformation auch zu schaffen. Und viele Aspekte, die auch Professor Schmidhuber angesprochen hat, auch dass wir mit einer großen konzertierten Aktion in das Thema KI hinein müssen im Sinne eines gemeinsamen Zentrums, was wir ja auch sogar gemeinsam mit Frankreich planen. Das war auch großer Bestandteil der heutigen Diskussion. Und mein Kollege Georg Nüßlein wird das Ganze vielleicht aus seiner Sicht noch ergänzen. Ja, meine Damen, meine Herren, wir haben eine für den einen vielleicht ernüchternde, für viele aber von uns inspirierende Debatte erlebt, einen spannenden Vortrag von Herrn Professor Schmidhuber, der relativ schnell gemerkt hat, dass er nicht vor Technikern, sondern vor Sozialtechnikern spricht. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied. Entsprechend haben sich die Fragen gespannt von ethischen Fragen bis hin zu der Frage, wie wird die Arbeitswelt in Zukunft aussehen. Für uns natürlich die spannenden Themen. Sie haben ja auch spaßhaft ein bisschen auf die Schippe genommen, dass wir in Legislaturperioden denken müssen, also auch hinsichtlich der Frage, was passiert demnächst an der Stelle. Das war für uns ganz wichtig. Ich will an einem Beispiel erläutern, worauf es aus meiner Sicht ankommt. Im Gesundheitsbereich tun wir uns unter der großen Überschrift des Datenschutzes eminent schwer, zu einer Digitalisierung zu kommen. Vielfach wird der Datenschutz, meine Damen und Herren, auch instrumentalisiert, um eben genau diese Entwicklungen, die natürlich Implikationen beispielsweise für die Berufe haben, zu verhindern. Und wir als Politiker sind jetzt aufgerufen, mit dieser Thematik richtig umzugehen, nämlich auf der einen Seite dafür Sorge zu tragen, dass Daten
da bleiben, wo sie hingehören, aber auf der anderen Seite auch Entwicklungen durch einen solchen Datenschutz nicht zu verhindern. Sie haben gesprochen von einer Diagnosegenauigkeit, die man natürlich über künstliche Intelligenz weit erhöhen kann. Von der Möglichkeit, das will ich ergänzen, auch da, wo es mittlerweile Schwierigkeiten gibt, in vielen Räumen tatsächlich überhaupt zu qualifizierten Ärzten zu kommen, auch da etwas Entsprechendes zu tun. Stichworte sind da Telemedizin und eben auch das, was Diagnosen dann technischer Art liefern können. Wir haben also eine Menge an Chancen und wenn wir jetzt einen Fehler machen, dann verhindern wir einen Fortgang an der Stelle. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Daten so eingesetzt werden, dass diese Entwicklungen dann auch tatsächlich im Sinne der Patienten stattfinden. Das halte ich für ganz entscheidend und deshalb war Ihr Vortrag eben auch so wichtig, dass wir gelernt haben an der Stelle auch, dass wir bestimmte Dinge nicht verhindern können, dass wir sie aber gestalten können und für uns entscheiden wollen, wie will Deutschland in diesem Konzert überhaupt mitspielen. Da bei uns in der Fraktion gibt es relativ schnell Übereinstimmung, dass wir da dabei sein wollen. Deshalb haben wir auch etliche Ihrer Vorschläge heute aufgegriffen und ich gehe davon aus, dass wir das Thema, was Frau Schön gerade eben angesprochen hat, auch verfolgen werden. Das Thema KI-Park in Deutschland, eine Möglichkeit, durch doch dann relativ wenig Geld. Sie haben von einer Summe von 2 Milliarden Euro gesprochen, die man dafür investieren müsste. Das ist angesichts dessen, was wir sonst an Investitionen machen, überschaubar, wenn man die Optionen und auch die Renditen für das Ganze sieht. So etwas zu initialisieren, halte ich für ganz, ganz entscheidend. Da muss ein politisches Signal kommen. Und ich halte auch für richtig und wichtig das, was Sie zur Industriepolitik gesagt haben. Natürlich ist eine Nation wie die deutsche, die auf Wettbewerb setzt, auf gleiches Spielfeld. Jemand, der da zunächst mal skeptisch das Ganze sieht. Auf der anderen Seite müssen wir zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren, dass Industriepolitik stattfindet. Sie haben die USA, Sie haben China angesprochen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir da auch gestaltend Industriepolitik in Deutschland treiben. Wir als CDU-CSU-Fraktion sind dazu bereit, etwas in diese Richtung zu tun. Und ich glaube, dass Ihr Vortrag heute ein guter Beitrag war, uns auch in der Intention, aber auch im Ansatz ein ganzes Stück weiterzubringen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das, was Sie heute hier gesagt haben. Vielen Dank.